Ich heiße Helmut Lungenschmidt, bin in St. Leonhard bei Freistadt geboren, dort auch aufgewachsen, habe dort die Volksschule besucht und die Hauptschule. Bin jetzt 52 Jahre alt und das Erlebnis hatte sich vor 37 Jahren abgespielt, also damals mit 14 Jahren. Mein weiterer beruflicher Werdegang ist dann so, ich habe dann maturiert, war in Horn in Niederösterreich im Canisiusheim und habe dann die Polizeischule in Linz besucht, war dann auch 13 Jahre Polizist und habe mich dann noch einmal für etwas anderes entschieden, auch in erster Linie aus dem Grund, weil ich einfach mehr noch in meinem Sterbeerlebnis gesehen habe. Ich wusste, dass das nicht das Ende war meines Berufsganges und habe mich dann noch einmal entschieden zu studieren und habe den radiologisch-technischen Assistenten gemacht, habe dann 19 Jahre auch in diesem Beruf im Krankenhaus gearbeitet und dann habe ich gewusst, es kommt noch etwas und ich sollte mich nicht zu sehr in diesen Beruf verlieben, weil ich wiederum loslassen muss und so ist es dann auch eines Tages gekommen. Und ich habe mich dann bei einer Medizintechnikfirma beworben, eigentlich österreichweit dann. Und da ist es auch dann beim Gespräch so gewesen, dass sich diese Person, die mir da gegenüber gesessen war, der Mann, der jetzt seit 5 Jahren mein Chef ist, kannte ich bereits aus meinem Sterbeerlebnis. Und so habe ich auch diese markanten Stationen in meinem Leben damals als 14-jähriges Kind schon sehen dürfen.